Jesus, und du bist jetzt hier, so voller Schönheit und Größe, und wir sehen dem entgegen, dass die Erde voll wird der Herrlichkeit Gottes, dass du alles ganz und gar erfüllst und dass es sichtbar ist und dass es unbeschreiblich und alles einnimmt. Deine Größe und deine Schönheit soll alles einnehmen. Und wir wollen uns, wir kommen da sonntags Woche für Woche zusammen, um uns darauf auszurichten, um uns das daran zu erinnern, wer du bist und wie du bist und was deine Zukunft ist, Jesus. Und so bitte ich dich auch, dass du die Zeit des Nachdenkens über dein Wort erfüllst jetzt mit deinem Geist, dass wir gut hinhören, dass wir dich neu sehen. Öffne unseren Herz und unser Verstand, auf dass wir dich erkennen und umkehren und Leben finden. Amen. Hey, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Hoffentlich fliegt sie nicht rein, ne? Guckt ihr jetzt die ganze Zeit während der Predigt da drauf? Soll ich sie woanders hinlegen, oder? Ja, wir kriegen es hin. Ich sehe ein paar eingespannte Gesichter. Ja, du bläst schon. Sehr gut. Hey, kennt ihr das Schneewittchen, oder? Kennt ihr das eigentliche Ende von Schneewittchen auch? Das wahre Ende. Brüder Grimm haben da ein bisschen was gemacht. Die haben es ein bisschen vorneweg, weil die mögen dieses Ende mit von wegen und so lebten sie glücklich ihre ganzen Tage und wenn sie nicht gestorben sind, immer noch und so. Das ist so das klassische Ende von den Brüder Grimm. Das lieben die so, aber die haben so ein bisschen die Geschichte abgekürzt, zensiert, denn, war ja so, gell, soweit kennt ihr es alle, Schneewittchen jahrelang tot gewesen mit dem Apfel irgendwie hier drin und dann kommt dieser Prinz, der sich verliebt in das tote Schneewittchen und sie mitnimmt und sagt, wow, die brauche ich unbedingt bei mir zu Hause und zack, er stolpert irgendwie und der Apfel wird ausgespuckt und Schneewittchen ist lebendig. Wow, und auch Schneewittchen verliebt sich in den Prinzen und in diesen reichen, mächtigen, tollen, gut aussehenden Prinzen. Und der Prinz geht auf die Knie und fragt nach, hey, willst du für immer meine Frau werden? Willst du zu mir in meinen Hof kommen? Du wirst die Königin werden und mein Herz hängt an dir. Ich liebe dich für immer. Ich mache alles für dich. Und ganz leise und zurückhaltend, sanft, sagt Schneewittchen, ja, ich will. Und da haut dann die Brüder Grimm das Ende rein. In Wahrheit geht es ja noch weiter. Der Prinz sagt, oh, wie schön. Lass uns Hochzeit feiern. Lass uns Hochzeit feiern. Ich werde alles vorbereiten. Es wird ein bombastisch großes Fest. Es wird die schönste Hochzeit, die es jemals gab auf diesem Planeten. Und ich werde alles vorbereiten darauf und ich werde dich abholen. Und dann wird es der Hammer werden. Und Schneewittchen flüstert, ich werde warten auf dich. Und sie gehen sie kurz getrennte Wege. Schneewittchen geht ihr in Heimatdorf wieder zurück. Und der Prinz bereitet alles vor, ist in Hektik, ist in Energie und Vorfreude. Aber Schneewittchen lebt ihr Leben, wie sie es vorher gelebt hat. Im Gegenteil, sie wird ein bisschen mürrisch. Sie hat nicht gedacht, dass sie so lange warten muss. Es dauert echt auch lang. Und mit der Zeit vergisst sie, dass sie verlobt ist. Was? Man würde denken, jede Nacht ist schlaflos. Vor Aufregung und vor Energie, wow, das wird großartig. Man würde denken, sie kann nichts mehr anderes denken. Man würde denken, sie kann nichts mehr anderes reden. Sie redet von nichts anderem mehr, als die große Hochzeit steht bevor. Wahnsinn, die große Hochzeit steht bevor. Und zwar nicht mit irgendjemand, sondern mit dem Prinzen. Ich werde Königin. Das ist meine Zukunft. Aber nichts dergleichen passiert. Schneewittchen vergisst, dass sie verlobt ist. Sie lebt ihr altes, normales Leben weiter und ist irgendwie so ein bisschen durch. Sie erzählt nicht davon, ihre besten Freundinnen wissen noch nicht mal, dass sie verlobt ist. Sie macht sich nicht besonders schick, sie bereitet sich nicht drauf vor. Und so lebt sie ihre Tage und vergisst, dass sie verlobt ist. Kann man sich nicht vorstellen. Wie kann sie vergessen, dass sie verlobt ist? Advent ist es, wo wir gerade drin leben. Und Advent, die Aufgabe von Advent ist, diese Frage an uns weiterzureichen. Hey, hast du es vergessen? Hast du es vergessen, dass du verlobt bist? Hast du vergessen, auf was du zugehst? Hast du vergessen, wer dich erwartet? Hast du es vergessen,
wer kommt? Advent ist dafür da, uns diese Frage anzubieten. Und zu sagen, hast du es wirklich vergessen? Wie muss das sein? Wie muss das sein für die Engel, die uns beobachten und diese Story sowieso so strange ist, oder? Dass, wenn sie das alles beobachten, dass die ganze Bibel erzählt, diese ganze große Story hat nichts anderes drin als diese große Liebesgeschichte, dass da ein Gott ist, der von Herzen liebt und der schaffen will, weil er liebt. Weil er nicht anders kann, als zu lieben, schafft er Menschen und um weiter zu lieben, um seine Liebe zu verbreitern, zu vergrößern und immer mehr Kreise zu ziehen. Und dann ist diese ganze Geschichte in der Bibel eine einzige Werbegeschichte von dem Bräutigam, der wirbt um seine Braut und immer wieder vergisst die Braut den Bräutigam. Und der Bräutigam geht nach und sucht und macht immer weiter und ist bereit, alles zu geben, sein Leben zu geben. Und er sagt, ich komme und ich bereite alles vor für eine bombastisch große Hochzeit, die Welt noch nicht gesehen hat. Und meine ganze Sehnsucht zielt auf diesen Moment hin, wenn wir Hochzeit halten. So erzählt die Bibel diese Geschichte von einem Bräutigam und von einer Braut. So tut sich das immer wieder wiederholen in der Bibel, dass Gott sagt, ich habe mich verlobt mit dir in Ewigkeit. Ich bin mit dir verlobt, für immer verlobt. Ich binde mich für immer an dich. Und ich gehe darauf zu, mit dir Hochzeit zu feiern. Und wie ein Bräutigam sich freut über seine Braut, so freue ich mich von ganzem Herzen, wenn ich dich sehe. Und meine ganze Sehnsucht zielt darauf, dass wir so miteinander verbunden sind, wie du es dir gar nicht vorstellen kannst. Dass wir Hochzeit halten. Darauf zielt die ganze Weltgeschichte ab. Ich werde kommen und Hochzeit halten. Und wir so, die wir da, oder nochmal, wie wird es die Engel, ey, da gibt's andere, die du suchen könntest. Wieso die Schnarchnasen? Wieso gerade die? Und Gott sagt, ich habe mein Herz an sie verloren. Ich gebe alles für sie. Und dann beobachten die Engel weiter und dann sehen sie, die sind auserwählt. Du bist auserwählt. Du sollst die Braut sein für ihn. Und dann gucken sie uns an und denken, checken die es nicht? Was für ein seltsames Ende. Dass ihr vergesst, dass ihr verlobt seid. Dass ihr so lebt, als ob ihr nicht schon verlobt wärt. Was muss das sein für die Engel, wenn die uns dabei beobachten? Total, total schräg. Wie kann das sein? Advent richtet diese Frage an uns. Hey, hast du es vergessen? Es kommt jemand. Es kommt nicht irgendjemand, es kommt der König der Könige, der Herr der Herren, der Herr der Herrlichkeit, der sich mit dir verlobt hat und der mit dir Hochzeit feiern will. Richte dich darauf aus, vergiss das nie. Wir lesen gleich einen Text aus dem 1. Thessalonicher Brief, dem ersten Brief des Paulus, den wir haben in der Bibel. Und da ist es so ein Riesenthema, insgesamt ist es bei Paulus so ein Riesenthema. Wie sieht es in dein Herz aus? Wie vorbereitet bist du? Und er hat drei Kriterien im ersten Kapitel, gleich im ersten Kapitel ab Vers 9 und 10. So, da sagt er, hey, was macht euch aus als Christen? Wer seid ihr als Christ? Was sind Kriterien eines Christen? Und drei Stück nennt er da. Was ist ein Christ? Ein Christ ist jemand, der bekehrt ist zum lebendigen Gott. Das heißt, der gesehen hat, hey, ich komme nicht mehr alleine klar. Ich brauche das, dass sich jemand um mich kümmert, dass jemand mir gut ist. Dass jemand sich zu mir stellt. Wie es die Sophia für sich gesagt hat, ich brauche einen Größeren, denn ich gebe mich rein in die Hand eines gnädigen Gottes, der bekehrt ist zu ihm. Das ist ein Christ. Und dann sagt ein Christ ist nicht nur das, ein Christ ist einer, der dient dem lebendigen Gott. Ich lebe mit dem Programm, sagt Paulus, ein Christ lebt mit dem Programm, ich lebe für was Größeres. Ich lebe für den lebendigen Gott, ich diene dem lebendigen Gott. Und dann hat er ein drittes Kriterium. Da sagt, ein Christ ist jemand, der bekehrt ist, ein Christ ist jemand, der dem lebendigen Gott dient und ein Christ wartet auf Jesus. Schlicht das. Ein Christ wartet auf Jesus. Das sind seine drei Kriterien, die er nennt im 1. Thessalonicher Brief. Das ist ein Christ. Bekehrt, dient dem lebendigen Gott, er wartet auf Jesus. Das trägt er im Herzen. Jesus, komm bald wieder. Ich sehne mich dem entgegen, dass du sichtbar kommst und wir Hochzeit feiern. Und er hat Sorge davor, dass dieses dritte Kriterium runterfällt.
Und davon ist dieser ganze Brief geprägt, dass er uns immer wieder daran erinnert, hey, Jesus kommt, Jesus kommt. Ich lese ein paar Verse aus dem 5. Kapitel, also dann im gleichen Buch, ein paar Kapitel weiter. Da sagt Paulus ab dem 1. Vers: Nun brauche ich euch wirklich nicht zu schreiben, wie und wann das alles geschehen wird. Also die Geschehnisse der Wiederkunft Jesu. Hat er gerade davon erzählt, es kommt, da kommt eine Posaune und dann kommt er wieder. Und wie das genau geschehen wird, brauche ich euch nicht sagen, denn ihr wisst ja selbst genau, dass der Tag des Herrn unerwartet kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Mein Anliegen ist es nicht, dir einen Weg zu beschreiben, genau so läuft es. Mein Anliegen ist es erst recht nicht, dir einen Zeitpunkt zu nennen. Auf keinen Fall. Ich beschreibe das nicht mehr. Wenn der Menschensohn sagen wird, wenn die Menschen sagen, überall herrschen Frieden und Sicherheit, dann wird die Katastrophe so plötzlich über sie hereinbrechen, wie eine Frau vor der Geburt ihres Kindes, die von den Wehen überwältigt wird. Und dann wird es kein Entkommen geben. Aber ihr, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis. Ihr werdet nicht überrascht sein, wenn der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und des Tages. Wir gehören nicht der Finsternis noch der Nacht. Seid also wachsam und schlaft nicht wie die anderen. Bleibt besonnen und nüchtern. Die Nacht ist die Zeit zum Schlafen. Und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Wir dagegen, die im Licht leben, wollen einen klaren Kopf behalten. Wir wappnen uns mit Glaube und Liebe und schützen uns mit der Hoffnung auf Erlösung. Denn Gott wollte uns nicht strafen, sondern er wollte uns retten durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er starb für uns, damit wir, ob wir nun wachen oder schlafen, mit ihm leben. Deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken, wie ihr es auch schon tut. Kommt, damit ihr beruhigt seid, brauchst du nachher nochmal. Paulus beschreibt drei unterschiedliche Menschentypen so, im Blick auf das Warten und ganz allgemein drei unterschiedliche Menschentypen. Er sagt, es gibt zum einen die schlafen. Die sind in der Nacht, sagt er, und die schlafen. Und die kriegen das Wesentliche nicht mit. Die kriegen irgendwie gar nichts mit. Und die sind irgendwie wie betrunken, sagt er. Die sind wie betrunken, das heißt, sie sind benebelt. Sie sind nicht nüchtern, sondern die lassen sich benebeln von dem, was an Äußerem auf sie eindringt in dieser Welt. Du kannst dich ganz und gar in Beschlag nehmen von dem, was die Welt bieten kann oder von dem, was du befürchtest, was in der Welt drin ist und was du wahrnimmst. Und er sagt, dann liebst du in der Nacht, sagt Paulus. Dann schläfst du und du bist wie benebelt. Wenn du drauf guckst, was alles kommt und oh je, Hilfe. Schlechte Nachrichten ohne Ende. Und das benebelt dich. Oder was diese Welt dir bieten könnte, was sie für Möglichkeiten dir bietet, das benebelt dich, sagt Paulus. Das macht dich nicht nüchtern, sondern wie betrunken. Und du verschläfst das Eigentliche. Das sind die, die in der Finsternis leben. Und dann gibt es die, sagt er, die leben im Licht, im Tag. Und die sind wach. Und die sind lebendig. Und die sind nüchtern. Nüchtern heißt nicht bierernst in diesem, dass wir nicht das Leben feiern könnten. Im Gegenteil, für das Neue Testament ist das Feiern eine gute Disziplin, eine gute geistliche Disziplin sogar. Das Miteinander zu feiern. Und alles zielt auf so eine ganz riesengroße Feier ab, wenn Jesus wiederkommt. Mit dem besten Wein und mit allem. Also es geht nicht um irgendwie Bier ernst und durch die Gegend nüchtern, sondern mit klarem Kopf, nicht benebelt, nicht vernebelt von dem, was ich hier in dieser Welt wahrnehme und sehe, hellwach zu sein. Hellwach und gestalterisch. Nicht benebelt heißt auch, wir wollen hier diese Welt gestalten, aber wir haben die größte Hoffnung, dass Jesus alles neu macht. Und das liegt nicht in uns. Das ist das Wachsein, was Paulus beschreibt. Unser Motto ist als Gemeinde, wir sind Gemeinde für andere und geben der Hoffnung ein Gesicht. Das heißt, wir haben eine riesengroße Hoffnung für diese Welt. Und wir möchten beitragen, dass diese Welt zu einem besseren Ort wird. Diese Hoffnung tragen wir ganz stark in unserem Herzen.
Und trotzdem sind wir nüchtern, dass wir sagen, die ganze große Erwartung ist, dass Jesus einmal wiederkommt und alles radikal neu macht. Dass wir also nicht irgendwie die neue Erde und den neuen Himmel schaffen. Wir möchten wie so einen Trailer liefern für die neue Welt. Wir möchten die neue Welt Gottes unter uns aufblitzen sehen. Wir möchten etwas sichtbar machen von dem, was nachher mit allumfassender Größe und Sichtbarkeit auf uns wartet. Aber die eigentliche Hoffnung, unsere eigentliche Hoffnung zielt auf den wiederkommenden Jesus. Der kommt. Und das meint Paulus mit, seid nüchtern. Hey, seid nüchtern und seid wach. Seid wach. Von Martin Keller wird diese Geschichte erzählt. Martin Keller, Theologieprofessor in Halle gewesen. Und von ihm wird diese Geschichte erzählt, als er 70 Jahre wurde. Da hat der Posaunenchor vor seiner Tür gespielt. Du, Geburtstagslieder, alter Brauch, kennt ihr nicht mehr, aber früher war das so. Und da haben die da quasi, standen da so vor seiner Tür und haben Posaune gespielt. Und er kam runter mit zerzausten Haaren im Schlafanzug und guckt raus und Türe wieder zu und geht wieder rein. Und keine Ahnung, nach einer ganzen Weile, ob er sich erstmal geduscht hat oder was, sich erst alle ordentlich angezogen. Nach einer ganzen Weile, sie haben lange gespielt und gewartet, bis er endlich wiederkommt, macht er dann ordentlich gekleidet die Türe wieder auf und sie fragen, ja, was war das jetzt? Wieso warst du vorher so schnell wieder weg? Ja, ich dachte, das wäre die letzte Posaune gewesen. Ich dachte, mein Herr steht vor der Tür. Aber dann war es nur der Posaunenchor. Ah, kleine Enttäuschung. Nur der Posaunenchor. Heute könnte diese Story, also Martin Keller ist schon gestorben, und wahrscheinlich könnte diese Story heute nicht mehr so funktionieren. Erstens gibt es keinen Posaunenchor mehr, der zum 70. Geburtstag Geburtstagslieder vor der Tür spielt. Doch noch? Ja, hey, super. Applaus an den Posaunenchor. Und zweitens frage ich mich, ob diese Erwartungshaltung, diese vorfreudige, neugierige Erwartungshaltung, die Martin Keller in seinem Herzen trägt, hey, ich höre eine Posaune, es könnte losgehen, ob die noch so in unserem Herzen drin ist. So dieses gespannte Wachsein, von dem Paulus sagt, das ist ein Mensch, der im Licht lebt, der wach ist und der sagt jederzeit, es kann losgehen und ich bin begierig darauf und ich freue mich darauf und ich bin enttäuscht, wenn ich eine Posaune höre, die nicht die letzte Posaune ist. Das ist das Wachsein. Und Paulus erzählt noch von einer anderen Gruppe. Also es gibt die Benebelten, die schlafen, und es gibt die Wachen und Nüchternen, und die bereit sind, es kann losgehen. Und es gibt so die Schläfrigen so, die so zwischen den Welten wandern und die drohen, in diesem Warten einzuschlafen. Kennt ihr das so? Im Auto fahren oder so? Paulus sagt, hey, das kann nicht sein, es ist lebensgefährlich. Es ist lebensgefährlich, nicht einschlafen, bitte jetzt nicht einschlafen. Du schlummerst schon dahin, bitte nicht, bleib wach. Du schlummerst schon dahin. Und er spricht diese ganz besonders an, diese Schlummernden, die drohen einzuschlafen, bleib wach. Ja, das dauert lang, Paulus sagt auch, mir geht's zu lang, mir geht's noch viel zu lang. Jesus, du hast irgendwas verpasst. Ich finde, du bist überfällig. Echt? Jesus, dein Kommen ist sowas von überfällig. Schneller bitte. Ich weiß nicht, ich möchte wach bleiben. Und Paulus sagt, hey, bleib wach, egal wie lange du wartest, bleib wach, es kommt der Moment. Bleib bitte wach. Und dieses Einschlummern kann unterschiedlich aussehen, es kann unterschiedliche Varianten haben, so. Dass man einfach gar nicht mehr damit rechnet oder so. Oder vielleicht auch, dass man sagt, also, so ein Zeichen von diesen Schlummernden ist auch, dass die sagen, also, wenn du mich jetzt darauf ansprichst, ich glaube schon, dass Jesus wiederkommt, aber jetzt wäre es gerade echt ungünstig. Und so reden die Schlummernden. Jetzt wäre es echt richtig doof, weil ich habe eine tolle Hochzeit vor mir und es wird ein Knaller und so. Also, das möchte ich schon noch erleben, bevor es so kommt. Also,
Oder hey, Urlaub, Wahnsinnsurlaub, ey, boah, ich freue mich riesig drauf, 3 Jahre drauf gespart. Echt, also jetzt wird echt wirklich sehr ungeschickt. Oder jetzt gerade, wenn du jetzt zur Tür reinkommst, am Computer sitzt und irgendwelche Bilder anguckst, also jetzt will ich überhaupt nicht, dass irgendjemand reinkommt. Jetzt rechne du, Jesus. Jetzt wär's ungeschickt. Oder jetzt, wo ich noch nicht so richtig im Klaren bin mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, wenn da noch was unversöhnt ist, sei jetzt was echt ungeschickt. Oder jetzt, wo mein Herz noch voll Bitterkeit ist und Ärger, jetzt ist das nicht gut, es wär ungeschickt gerade. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich, dass Jesus nicht danach fragt, ob es geschickt ist oder nicht. Also, ich war neulich mit meinem Papa, da geht es um einen Hausverkauf und so von ihm. Und dann waren wir in den Wohnungen des Hauses und haben das so angeguckt. Und da haben wir uns angekündigt. Ah, war ganz ungeschickt. Jetzt gerade bitte nicht. Muss man verschieben und so. Jetzt wäre es ganz schlecht. Und dann angekündigt kamen wir zu einem Termin. Ich sage euch, wie das aussah da. So sieht es bei mir never ever. Also alles picobello geschleckt, echt. Da war, du konntest da vom Boden essen, auf jeden Fall. Ey. Das war so super sauber alles. Es war der Hammer. Junge, ich habe mich gefragt, wie lange habt ihr investiert in diesen 10-Minuten-Besuch, den wir euch abgestattet haben? Unfassbar, wie viel ihr Energie reingelegt habt. Da war alles wie geschleckt. Und dann, der Makler war da dabei und der hat gesagt, dann, als wir rausgegangen sind, alles so ein bisschen Fotos gemacht und so. Und dann rausgegangen und dann kam noch mal kurz, warte mal, eins habe ich noch vergessen. Könnte ich nachher noch mal auf den Balkon bei euch, weil von da aus müsste ich dann auch mal fotografieren. Wie jetzt auf den Balkon? Ja, wann? Ja, wir gehen jetzt noch oben kurz 20 Minuten hoch und dann gehen wir da nochmal kommen. 20 Minuten. Okay. Und dann Vollgas gegeben, keine Ahnung, ich war nicht dabei, auf jeden Fall. In 20 Minuten ist der Makler dann auf den Balkon gegangen. Und die waren verschwitzt danach, glaube ich. Die haben richtig Gas gegeben, weil da ein paar Fotos gemacht wurde von etwas, was sie hat nicht so groß. Letztes Mal, sie könnte es ja ihnen egal sein so. Hey, der Könige kommt zu uns. Und er hat versprochen, dass er kommt. Und ich möchte vorbereitet sein darauf. Ich möchte alle Energie da reinsetzen, dass er mich erwischt in dem Moment, wo ich vorbereitet bin, dass er kommen kann. Das ist mein Zuhause. Ich möchte vorbereitet sein. Ich möchte aus diesem Schlummerding, weil es war gerade echt ungeschickt, jetzt bitte nicht. Oder kommt überhaupt noch der Moment? In diesen Moment rein. Ich bin bereit und ich bin wach. Und ich habe Lust darauf, dich zu sehen, Jesus. Ich will, dass du kommst. Ich will wirklich, dass du kommst. Komm bitte bald. Das heißt, wach werden. Wie geht wach werden? Der Text sagt es eindeutig. Da gibt es so ein, Paulus sagt, wie du wach werden kannst. Und wie du wach bleibst, wie du wach bleibst. Da sagt er, wir dagegen, wir leben im Licht, im Vers 8, wollen einen klaren Kopf behalten und das tun wir so. Wir wappnen uns mit Glauben und Liebe und schützen uns mit der Hoffnung auf Erlösung. Das ist der Weg, wie du vom Schlummern zum Wachwerden kommst. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das ist der Weg, wie du vom Schlummern zum Wachwerden kommst. Nicht ein Berechnen von irgendwas, geheime Botschaften rausfinden, sondern schlicht das, wo Paulus ja an anderer Stelle sagt, Glaube, Liebe, Hoffnung, das ist das, was in Ewigkeit bleibt. Und du investierst in die Ewigkeit, du investierst in Gottes neue Welt, indem du hier und heute dich vorbereitest durch Glaube, Liebe, Hoffnung. Das sind die gleichen Wörter, die er benutzt dafür, wie er sagt im Römerbrief, das ist das, was bleibt. Das ist die Art von Vorbereitung, die du brauchst. Das ist die Art des Wachseins, Glaube zu leben. Das heißt, ich vertraue mich dir an mit meiner Situation,
mit meinen Herausforderungen, mit meinen ungeklärten Fragen, mit meinen Sorgen und Ängsten im Blick auf die Zukunft. Ich vertraue mich dir an. Ich sehe dich, Jesus. Ich sehe dich an. Mitten im Sturm schaue ich auf dich. Wir als Gemeinde wollen das auch tun. Wo es stürmt und wo es durchnimmt, wir schauen auf dich, Jesus. Das ist eine super Vorbereitung auf das Kommen Jesu. Ich habe dich im Blick. Ich kenne nicht die Zeit und ich kümmere mich nicht darum. Ich gucke dich an. Ich sehe mich nach dir. Ich vertraue mich dir mit deinem Geldbeutel, mit meiner Ehe, mit meinem Job, mit uns als Gemeinde. Ich vertraue mich dir an. Das ist Glaube. Und das ist eine Vorbereitung auf sein Kommen. Ich schaue dich an. Und Liebe. Ich möchte gern lieben, Jesus, wie du liebst. Ich möchte dich lieben, Jesus. Ich möchte erfüllt werden von Liebe zu dir, der du alles gegeben hast für mich. Ich möchte nichts lieber als in deiner Gegenwart sein. Und angesteckt von deiner Liebe, liebe ich diese Gemeinde und liebe ich mein Umfeld, liebe meine Nachbarn, liebe diese Welt, die du so sehr liebst. Ich möchte mit Liebe reagieren, wo Hass in dieser Welt regiert. Ich möchte mit Versöhnung reagieren, wo Trennung geschieht. Ich möchte lieben, ich möchte so gut vorbereitet sein. Erwisch mich bitte, wenn du kommst, in dem Moment, wo ich liebe. Das ist eine Vorbereitung auf sein Kommen. Zu lieben. Einfach schlicht zu lieben. Denn er ist die Liebe. Und die dritte Vorbereitung ist, ich möchte hoffen. Ich bin sehnsüchtig auf diesen Moment gespannt, dass du kommst. Ich hoffe darauf, dass du in dieser Welt und in diesem Leben noch einiges tun wirst. Noch so viel Hoffnung vermehren wirst. Uns dazu gebrauchen wirst, dass neues Leben entsteht, dass Hoffnung geschieht. Ich glaube, du bist noch nicht am Ende. Ich hoffe auf dein Eingreifen in diesem Leben und im Hier und Jetzt. Und ich hoffe darauf, dass du einmal alles neu machst, wenn du kommst. Darauf zielt meine Sehnsucht ab. Wie kann ich wach werden vom Schlummern hin zum ich bin bereit. Bereit geht so. Glauben, lieben, hoffen. Genau so kannst du dich vorbereiten auf sein Kommen. In diesem Moment will ich, dass er mich erwischt, wenn er kommt. Ich muss euch noch was sagen. Schneewittchen endet doch nicht so. Ist nicht so. Wäre total Quatsch, oder? Dass jemand das vergisst. Dass du mit dem Prinzen verheiratet bist. Never ever kannst du das vergessen. Never ever will, kann ich vergessen, dass ich mit dem König der Könige, mit dem Herrn der Herren verlobt bin und dass er sich danach sehnt, zu mir zu kommen und Hochzeit zu halten. Never ever kann ich das vergessen. Ich möchte es den Engeln und allen um mich herum beweisen, ich bin ready, ich bin bereit. Durch Glaube, Liebe, Hoffnung bereite ich mich vor auf sein Kommen. Ich bin wach. Ich will, dass du kommst. Und wenn du kommst am Tag vor meiner Hochzeit, bei mir zu spät, schade. Trotzdem, wenn er kommt am Tag vor deiner Hochzeit, du hast 2 Jahre darauf hingefiebert, die Sitzordnung und alles steht, die Deko, alles Wahnsinnsgeld investiert. Und dann kommt er einen Tag vor deiner Hochzeit. Es wird der perfekte Moment sein für dich. Denn wer da kommt, ist die Liebe deines Lebens, die größte Liebe deines Lebens. Das kann niemals dein Partner sein. Er kommt zu dir und du wirst pfeifen auf diese Hochzeit, die vor dir steht. Never ever wird der Gedanke in dir aufkommen, Mist, ein Tag hätte zu später kommen können. Weil du geflasht bist von einer Liebe, die du noch nie gesehen hast in deinem Leben. Du bist geflasht von seinem Kommen und du wirst auf deine Hochzeit pfeifen. Und wenn er kommt vor dem Abflug zu deinem Urlaub in die Malediven, wo du 3 Jahre darauf gespart hast und du darauf hinfieberst, wow, das wird meine Erholungsparty, oh, und ich werde mit neuer Kraft und Energie und Inspiration wieder zurückkommen. Und er kommt dann am Tag des Abflugs, noch bevor du ins Flugzeug steigst. Dann wirst du nicht sagen, bitte lass mich, in 2 Wochen wäre es besser. Sondern das, was du dir von deinem Urlaub erwartest, Erholung, Kraft, neue Inspiration, das ist in voller, das ist so viel größer und anders, ist jetzt schon hier. Die Kraft, die Energie und die Ruhe, die du dir von deinem Urlaub erwartest, die kommt persönlich zu dir. Es wird unfassbar sein. Es wird unbeschreiblich sein. Und wenn du sagst, hey, ich habe jetzt so lange gebaut an meinem Häuschen, und der Einzug steht kurz bevor.
Wir haben so viel Geld und Kraft und Energie rein. Wir möchten jetzt noch kurz das Haus genießen, für das wir so viel gearbeitet und gespart haben. Lass mich kurz noch einen Moment das Haus genießen. Und dann kommt derjenige, der deine Heimat schlechthin ist. Und vor deinem Einzug wirst du nicht sagen, oh, schlechter Moment, sondern Heimat in Perfektion bist du, Jesus. Wie gut, dass du vorher kommst. Ein Glück. Sonst hätte ich vielleicht noch mein Herz an was anderes verloren, was vorläufig ist. So gut, dass du kommst. Egal, was du dir erwartest, es wird so viel größer werden. Jesus, komm bald. Lass uns gegenseitig daran erinnern. Vielleicht brauchst du eine Methode, wie du dich erinnerst an diese Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Ich hatte mal einen Moment, wo ich so den Computer runterfahren habe lassen. So irgendwie, der ist runtergefahren und das ist so, wow, plötzlich, Dieb in der Nacht. Und ungeschickt. Und das hat mich so erinnert, hey, Jesus kommt plötzlich. Ich möchte immer bereit sein. Vielleicht hilft es dir auch, wenn du Maranatha, das ist diesen Ausspruch irgendwo dir hintätowierst oder so, und du siehst es immer wieder. Egal, irgendwie eine Erinnerung in deinem Alltag, wo du sagst, hey, ich möchte immer mich wieder daran erinnern, meine Heimat ist nicht hier. Ich warte darauf, Jesus kommt und ich bin heiß drauf, dass du kommst. Es wird größer und schöner und besser, als du dir vorstellen kannst. Sei wach. Ich möchte beten. Jesus, ich bete, dass du uns wach machst und nüchtern und voller Sehnsucht hin auf dein Kommen. Und ich bete, du hast uns lange warten lassen. Ich bete, komm bald. Maranatha, unser Herr, komm. Amen.